Guten Morgen, Nico. Fortfahren. Das wollen wir machen. So, der vorerst letzte Stream für die nächsten 2 Wochen. Leider Gottes. Endlich bin ich hier. Ja. Man muss ja nicht immer pünktlich sein. Genau. Das haben wir alles. So, war ich stehen geblieben das letzte Mal. Stimmt, ich mache ein fettes Minus monatlich. Shit. Ich brauche wie viel für die Bank? 52.000. Ich will den scheiß Kredit, alles klar, Kredit wieder loswerden. Hier Elite-Auftrag nehmen an. Direkt. Wow. Wow. Ich kann das immer noch nicht einlagern. Seltsam. Ich wollte schon sagen, das sind doch Tampons. Zahlen deine Mieter nicht? Oder wieso minus? Ich musste ja laut der Spielelogik einen Kredit aufnehmen von 50.000 und den muss ich ja jetzt abzahlen. Deswegen habe ich mehr Ausgaben als Einnahmen. So, Renovierung starten. Okay, wir machen erstmal das Laminat rein. Ja, das ist wirklich kacke. So, das haben wir. Ach du Heimatland. Was ist das denn? Da? Wohnmobildusche. Ach du Heimatland. Ich kann keine Wände bauen! Okay, das ist scheiße. Das ist natürlich dann richtig kacke. Spionage-Wend-Dekoration. Ja. Ein Schreibtisch. Wie viel habe ich überhaupt zur Verfügung? Ich habe noch 10.000. Ein offenes Bad ist bestimmt auch mal schon. Also mir persönlich gefällt das nicht, um ehrlich zu sein. Lügendetektor. Ah.
Nee, den machen wir hier. Dann den dort hin. Das dahin. Dort hin. So. Ein Radar. Und noch ein Regal. Würde ich sogar sagen, das hier. Dort hin. Haha, Raumabtrennung. Dosenfutter. Eins, zwei, drei. Oh, vier. Wanddekoration. Ja, Kerzen sind ein bisschen scheiße. Einmal das. Kleine Dekoration. Früchte. Was zum wird es eigentlich wieder? Bestimmt eine geheime. Ja, denke ich mal auch. Kleine Dekoration. Hätten wir hier was? Hier was? Hier haben wir auch noch was. So, wir hätten alles. Das wird denen aber noch nie ausreichen. Ist das eine kleine? Ja. Was ist das? Spielzeugwaffenkammer. Bim. Vielleicht noch eine Couch und Fernseher. Ja, würde hier sogar noch reinpassen. Das würde sogar noch reinpassen, tatsächlich. Hätte aber. Dahin. Dahin. Das verkaufen wir wieder. Ich hab doch hier gerade das hier. Ja, kann man so stehen lassen. Wie sieht's aus? 49%, willst du mich doch veröbeln.
49% erst. Nee, wird nichts mehr reinpassen. Aber eventuell. So. Immer noch 49, was los? Das ist doch auch Laminat. So, und die Wände wollten sie rot haben, tatsächlich. Es bleibt auf 49. Okay. Was habe ich denn da jetzt reingemacht? Eine Akten-Dingsbums. Okay. Wow, 50%. Wow. Das hat sie jetzt voll gebracht. Ja komm, der hat einen Laptop, der kann DVDs da drin haben. Das ist nicht so einfach hier. Echt eine teure Toilette duschen? Nee, ich kann ja nur die auswählen. Die Wohnmobil-Sachen. Steht ja hier oben. Krieg da noch ein Diplom rein und noch so ein Ding. Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Was ist das denn für einer? Wie sieht der denn aus? Sicher, das sieht mir aus, als ob das hier Silberfolie auf dem Kopf hat. Damit dann damit die Gedanken nie ausgelesen werden. Aber erfolgreich. Nice. Du musst jetzt warten, Alte. ...17.000 bekommt plus 2.000 Bonus. Boah. Fehlt ja nicht mehr viel. Nachrichten, die hier. Ein paar deiner Designentscheidungen sind in dieser Wohnung gefallen mir wenig. Ich hoffe, dass wir. Ich habe gerade das Geld. Ach so. Hä? Ach ja, mitten beim Duschen einfach mal stören. Schlafzimmer hat sie gesagt, oder? Schlafzimmer, genau. Ein Stuhl will sie im Schlafzimmer haben. Wände fertigstellen, grau. Okay. Hammer. Ein Klavier? Willst du mich verarschen? Wo soll ich das hinstellen? Aber wo kommt der Schrank her? Den hab ich aber nicht dahingestellt.
das war die neue Wohnung, die ich gekauft habe. Ah, ja gut. Okay. Ein Stuhl hat... Können wir selber mal... Mir ist gerade eingefallen, das ist die Wohnung, die ich gekauft habe für die 50.000 und da habe ich einfach gar nichts reingemacht. Ich habe einfach nur Sachen umgestellt hier, weil das alles kreuz und quer stand. Im Schlafzimmer habe ich tatsächlich überhaupt nichts gemacht. Aber da kann ich hier schon mal ein bisschen was verkaufen. Hier, das ist alles über... Na okay, den Wecker vielleicht nicht. Wow. Aber das Ding wird verkauft. Wenn die unbedingt ein Klavier drinne haben will, dann soll sie doch eins bekommen. Das ist für mich zwar kein Klavier, aber okay. Schallschutzplatten. Aus. Die sehen tatsächlich geil aus. Lautsprecher noch. Ach du Heimatland. Da einen hin. Muss ich gucken. Das wäre mittig. Die Wand ist sowieso durch den Schrank geschützt. Das passt. Jetzt kriegt sie aber noch einen Tisch für ein Grammophon rein. Nee, eine Kommode kriegt sie rein. Oh, es tut mir leid. Oh Gott. So. So, haben wir alles. Erfolgreich. Gut. Wie viel habe ich? 36.000. Eigentlich unrealistisch mit den Boxen, weil die normalerweise noch an einem Dingens angeschlossen werden und Gesundheit. Ja, es ist... Würden die das so realistisch machen, dann wäre das ja... Oh Gott, wie viel Geld müsste man da reinstecken? Und danke. Okay. Handtuch und Duschschaube, die saß auf dem Klo, die hat also nichts drunter. Ich hoffe, die hat ordentlich abgewischt. Ansonsten tröpfelt das jetzt. Jobs. Geld. Hier war einer. 11.000. Mach mal. Renovierung starten. Verkaufen. Verkaufen. Ich kann das sowieso irgendwie nicht mehr einlagern. Ich weiß nicht warum. Ach, die Alte nervt. Zeit unbegrenzt. Gut. Also, Schlafzimmer, Büro, Badezimmer. Was wollen die im Schlafzimmer und so, weil
Büro kommt tatsächlich ein bisschen mehr rein. Doppelbett, Pflanzenwand, Bücherregal, Wandregal, Kühlschrank. Okay. Shit, wie mache ich das jetzt? Auf jeden Fall kommt da erstmal eine Wand weg. Machen wir das so? So. Tür ist das da, genau. Eine Tür für Mann, eine. Was? Eine Tür für Mann, eine für Frau sind zwei dicke. Ich weiß gar nicht, ob man das hier gerade irgendwie sieht, aber es gibt sogar Doppeltüren. So eine Salon-Doppeltüren. Die hatte ich zumindest in der Kneipe, die ich machen musste. Wir machen erstmal das Bad. Erstmal das Bad. Fußbodenlaminat. Wände braun. Kriegen Blümchen. Sag mal. Ja, die kriegen jetzt Blümchen. Eine Duschkabine. Und dieses Mal nicht ans Fenster. So. Eine Toilette. Alter, 900. Ist das Mahagoni? Diese Möbel eignen sich bestens für ein gemütliches Badezimmer, damit du auch noch mehr Zeit daran verbringen möchtest. Stand- und Hängertoiletten an der Wand befestigen. Toiletten sparen Platz in kleinen Badezimmern. Kann nur platziert werden in Wohnungen. Ich muss aber tatsächlich auf mein Geld aufpassen. 10.000. 1.000 ist mir für ein Klo echt zu viel. So. Ein Waschbecken. Das steht falsch rum. Haben wir ein Spiegel. Meine Klobürste. Ach komm, hier ein 70-Euro-Ding. Wird schon passen. Toilettenpapier. Hier. Pümpel. Und ein Handtuchhalter. So, Bad ist fertig. Schlafzimmer machen wir. Was machen wir denn als Schlafzimmer? Schreibtisch, Bürostuhl, Laptop. Das hier nur das Schlafzimmer. Hartholz. Gelbe Wände. Ein Doppelbett. So. Ein Küchenschrank. Das sind die einzigen, die doppelt sind. Und günstig vor allem. Die Toilette hat ja vielleicht eine Selbstpopospülung. Wer weiß. Küchenschrank, Kühlschrank, Wandregal, Mikrowelle. Okay, dann können wir das da hinstellen. Die Mikrowelle ist mir scheißegal, wie teuer die ist. Kühlschrank. Okay, das hätte ich tatsächlich kleiner machen können. Ähm,
Tür. Da rein. Ja, gut. Bewegen. Bewegen. Und das dahin machen. Das dahin. Wandregal, das sieht einfach mal richtig eklig aus. Das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir und mir gefällt tatsächlich das hier. Eine Wandpflanze. Dahin und Bücher. Dorthin. Grünfußboden. Haha, alles klar. So, das Büro. Laminat. Haben wir. Wände grau. Ja, doch, das passt zum Fußboden. So, Schreibtisch. Wie viel habe ich noch? Ich habe nur noch 2000. Wo habe ich das ganze Geld hingesteckt? Setzen wir dich dahin. Ah, wo ist die Mitte? Da. Bürostuhl. Hier bin ich Variante. Laptop. Das sind wieder 1000 weg. Holy shit.
Fuck. Nur noch 1000. Oh Gott, was habe ich hier gemacht, ey? Das ist bestimmt die Wand hier, die mich so viel gekostet hat. Eine Wanduhr. Kleine Dekoration. 20 kostet der mich. DVD-Spieler und Klavier. Ja, ist klar. So viel habe ich überhaupt nicht mehr. DVD-Spieler auch nicht, weil hier einfach kein Fernseher existiert. Nö. Dann mache ich noch ein paar Pflanzen rein. 800 haben wir noch. Bist du eigentlich jemand, der viel bestellt? Ja. Ja. Also jetzt außer den Standardeinkauf, den gehe ich natürlich so einkaufen, wenn ich mit meinen Kids jetzt rausgehe, um, ja, ich sag mal, für meine Kinder was zu holen. Oder einfach, weil wir raus auf den Spielplatz wollen und ich habe halt ein bisschen Kleingeld dabei, dann gehen wir halt auch so mal irgendwas besorgen. Je nachdem. Oder halt kleinere Utensilien für die Wohnung. Aber alles andere wie Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, mein ganzes Wikinger-Zeug und alles, wird alles bestellt. Selbst Duschvorhang, den Duschvorhang im Bad habe ich mir bestellt. Für den ersten Platz oder für die Teilnahme deiner Wahl? Wie sieht's aus? 140, 41. Das krieg ich doch niemals fertig, ey. Ich hab nur noch 500 Kröten. Ich hab doch nur noch 500 Mücken. Schade. Hinten hätte ich gerne noch irgendwas rein. So. 300 noch. Au, 48? Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe ein Bild aufgehangen. Wow. Das gleiche Bild kommt jetzt auch nochmal hier rein. Oh, wir machen den hier rein. Ah, okay. Jetzt habe ich noch 125. Hier komm, ihr kriegt noch eine Pulle
Boah, die ist zu teuer, scheiße. Scheiße. So. 55, 55, 100. Job abschließen. Teppich an. Ich bin eigentlich auch die Person, die viel bestellt, aber 2019 beispielsweise. Oh wow, ja klar, die hatte ich ja nicht drin. Wie viel habe ich noch? Ich brauche noch ein bisschen was. Beispielsweise noch gar nicht. Erst so Mitte 2020 kam das. Bestellen Ende 2020 und Anfang 2021 wurde richtig viel Essen bestellt und ansonsten Weihnachten und Geburtstagsgeschenk bestelle ich inzwischen auf Amazon, habe deswegen auch Prime und weil ich gerne Filme schaue, Netflix ist mir für 15 Euro ein bisschen zu teuer, was habe ich von Amazon Prime, ja. Ich habe zum Beispiel über, warte, ich habe gerade das Geld, okay. Ich habe tatsächlich kein Netflix, kein Amazon Prime, gar nichts davon. Brauche ich auch nicht, weil Fernseher ist aus bei mir dauerhaft. Außer wenn die Kinder da sind. Ich gucke mir abends Filme oder Serien am Laptop an. Und da brauche ich auch kein Netflix oder irgendwas anderes. Und ja, Essen bestelle ich mir zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich gehe mir das lieber im Laden kaufen, da weiß ich, was ich hab. Und gut. Das Einzige, was ich halt mal machen wollte, Meisterreiniger, okay, ist, dass ich mir Getränke bestelle. Wir haben hier einen Getränkelieferanten, weil ich habe keinen Bock, durch die halbe Stadt zu watschen und einen ganzen Kasten Cola zu schleppen. Das ist mir. Irgendwann geht das halt auf die Schultern, auf den Arm und mit einem Fahrradanhänger könnte ich zwar gehen, aber muss nicht sein. Und da bestell ich mir lieber die Getränke, da die werden mir bis an die Wohnungstür geliefert. Da kann ich dann entscheiden, ob ich mit Pfand haben will oder ohne Pfand. Mache ich ohne Pfand, nehmen sie das bei der nächsten Bestellung wieder mit. Mit Pfand kann ich es natürlich dann selber wegbringen. Und ja, also ich bestelle hauptsächlich wirklich nur große Sachen über Amazon. Dieses Jahr die Weihnachtsgeschenke zum Beispiel bestelle ich über Wish. Und da habe ich für meinen Mittelsten schon die ersten Sachen bestellt. Der wünscht sich ja unbedingt was von Jurassic Park und Lego und Star Wars. Und da habe ich mir so gedacht, gut, bestellst du was von Lego Jurassic World. Da hat der im Wert von 50 Euro zwei riesen Lego-Sachen bekommen, wo du bei Amazon schon fast 100 Euro bezahlen würdest. Wo ich mir so dachte, ja geil, die Hälfte eingespart, kannst du sogar noch was dazu kaufen. Also ich bestell zwar auch auf Amazon, aber nicht mehr so häufig mittlerweile. Bei Wish muss man zwar halt auch gerne mal so 3 bis 4 Wochen warten, aber das nehme ich tatsächlich in Kauf. Da bis Weihnachten ja noch Zeit ist, passt das alles. Fertigkeitenpunkt. Mietbare Zimmer. Schaltet mietbare Zimmer für Tag der offenen Tür frei. Schaltet das Marketingpaket für Tag der offenen Tür frei. Schaltet Mietlaufzeit frei 4 Monate. So. Oh, da geht das Geld wieder flöten. Oh, das tut weh. 9.000, 3.000, 11.000 Rundum Erneuerung. Ich habe ein 12.400 Budget und Budget 15.000. Nehmen wir das mal an.
Ich habe gerade. Ja, da musst du mich doch jetzt nicht stören hier, wenn ich das hier mache. Reinigen, reinigen, reinigen. Unwichtig Wände. Wichtig Fußböden, benötigte Möblierung. Okay. So, Onkelchen, Tschüssikowski. Und das hier vorne gehört nicht mehr dazu. Okay. Ich habe unbegrenzt Zeit. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Bauen. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Was wollen die denn hier rein haben? Das kann eine kleine Küche tatsächlich sein. Kühlschrank und Herd wollen sie nur haben. Schlafzimmer auch nicht so viel. Badezimmer tatsächlich auch nicht so viel. Mal drei Zimmer. Ja. Ich lese gleich. Badezimmer. Laminat. Graue Wände. Hammer. Duschkabine. Ich habe unbegrenzt Zeit. Ja, das sind Probleme bei Wish & Co. Sind die Versandkosten um einiges teuer? Dazu bin ich sehr ungeduldig, deswegen zahle ich meistens auch mal 5 Euro mehr Versandkosten, damit das ein bisschen schneller da ist. Außerdem bestelle ich mir sehr viel Technikzeug und bei Wish bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ja, Technikzeug bestelle ich auch nicht bei Wish. Da bestelle ich mir andere Sachen. Also, was habe ich mir bei Wish bisher alles bestellt? Das, die ersten 2 Weihnachtsgeschenke für mein mittelstes Kind. Jetzt muss ich gerade wirklich überlegen. 2 Ketten. Drei Wandposter. Klamotten habe ich mir schon bei Wish bestellt. Auch für die Kinder. Und irgendwas war noch. Irgendwas hatte ich mir noch bestellt. Und keine Probleme bisher. Technikzeug würde ich natürlich dort auch nicht bestellen. Aber halt so alles andere, was geschenkmäßig angeht, bestelle ich das dort. Aber du kriegst halt auch nicht das nicht alles bei Wish, deswegen habe ich mir zum Beispiel meine 2 Wandteppiche, meine, oh Gott, wie nennt man das, nicht Gemälde, oh, wie nennt man das, meine 5 Leinwände sind es ja mittlerweile, die Uhr, der Totenkopf mit dem Wegvisier drauf und halt so ein bisschen was, habe ich mir alles bei Amazon bestellt. Bei Wish das mit den Versandkosten, das ist wirklich, ja, du kannst dir da 3 Sachen, ne, in den Einkaufswagen schmeißen, du zahlst 3-mal Versand. Das haben, machen die ganz gerissen. Anstatt alles in ein Paket zu packen und zu verschicken, alles einzeln verpacken und verschicken. Zahlen trotzdem, die zahlen nur 1-mal Lieferkosten zu uns, aber wir müssen 3-mal bezahlen.
Aber gut. Wenn sie denken, die müssen das so machen, dann sollen sie es so machen. Mich juckt es nicht. Und Versandkosten sind auch nicht teuer. Es sind, glaube ich, 3,50 immer. Aber es wird alles noch zu Wish geliefert und von Wish wird es dann weiter versendet. Klobuster. Klopapier. Gut, Badezimmer fertig. Das wird die Küche. Das sieht gut aus. Ey, der Versand von den Herstellern zu Wish, den zahlst du eigentlich nicht von Wish zu dir. Oder ist auch da drin. Also bei 3,50 denke ich mal, zumindest bei den Sachen, die ich bisher immer bestellt habe, brauchte ich nur 3,50 zahlen. Das sind die Versandkosten von Wish zu uns. Aber ganz ehrlich, ich mache mir da keine Gedanken drüber. Ich führe ja ein Haushaltsbuch. Da kann ich immer wunderschön kalkulieren an die Ausgaben, die ich habe, die Einnahmen, die ich habe und. Also alles ohne Probleme. Mehr wollen die hier echt nicht reinhaben? Was ist denn das für Mieter? Bei mir gibt es nicht mal irgendwie bevorzugte Möblierung. Wow. Ganz ehrlich, dann hau ich jetzt hier aber so. Was hat ich an Wänden? Das da. Ja, dann machen wir das so hier, würde ich sagen. Ich sag mal so, wenn nicht mehr drin ist, ist nicht mehr drin. Ja. Ich werde den jetzt hier keine komplette Küche reinzimmern, also. Da würde ihm echt was fehlen. So. Aber Türen wollen sie bestimmt noch haben. So, Schlafzimmer, Böden, braun oder gelb, ach grau, braun oder grau. War das so? Ein Bett. Okay. Ein Prinzessinnenbett. Und natürlich Wanddeko. Was ist das? Auch Wanddeko. Geht das? Nein, das geht nicht! Ach, das geht da auch nicht. Schade. Indisches Wandspiel. Orientalische hängende Lampen.
Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich, was Geld angeht, wegen dem. Ach so, ja. Ich sag mal so, ich habe eigentlich immer ein Plus am Ende des Monats. Ich kann echt gut mit Geld umgehen. Früher war das nicht so. Da, ja, ist das Geld auch gerne mal ganz schnell flöten gewesen. Aber das waren Jugendzeiten, muss ich ehrlich sagen. Und die sind alle vorbei. Jetzt kann ich echt gut mit Geld umgehen und da muss ich sagen, bin ich auch richtig happy drüber. Alter, was? Dekoration in der Küche 0%. What the fuck? Muss mir hier halt doch ein bisschen was reinballern. Money habe ich ja hier noch. Weil die wollen nicht meine Spüle haben. Was sind das für dreckige Menschen? Was sind das nur für dreckige Menschen? Kann ich so einen kleinen Kühlschrank eigentlich hier drauf stellen? Nee, schade. Und das Wichtigste, der Obstkorb. 100%. Für die gnädige Frau noch ein Fernseher. Wie viel habe ich noch? 5000. Naja, wo soll ich den Fernseher bitte schön hinstellen? Also, könnten tatsächlich gut, von hinten ist der dicht. Machen wir das so. Ja, noch 3000. Was ist das denn? Hallo, drehst du dich mal bitte? Das ist ein Kamin. Nö, das ist zu viel Hightech. Ey, und hier hinten können wir das hinballern. Oh, hat was. Ich suche aber gerade noch was anderes tatsächlich. Eins. Oh, das sieht doch geil aus. 97%. Ich baller hier keinen Esstisch mehr rein. Die krieg ich hier nur noch Deko-Zeug rein. Ich hab noch. Wow, nee, das nicht. Das dort hin. Viel Orientalisches habe ich hier gerade nicht wirklich zur Verfügung. Aber hier kommt noch ein Schuhregal hin. Das stellen wir hier hin. Hallo? Hallo? Wieso?
Okay, das will er da nicht hinstellen. Ein Schirmständer. Der extremst groß ist. Nee. Kommt weg. Aber hier sowas noch. Logik-X ruft gerade an. Dingeling, Dingeling. Ich habe ja noch ein bisschen Money hier. So. Irgendeine orientalische Pflanze oder sowas wäre noch geil. Fertig. Wollen wir wetten, das sind 100%? Scheiße. Scheiße. Ein Whisky, einmal Kerzen. Ach, das ist zu teuer. Oh. Nee, den verkaufe ich wieder. Das ist mir dann ein bisschen zu blöde. Da können wir das hinstellen. Und natürlich das Standardposter, was alles vollendet. Möbel, Bad, Spiegel. Haben sie schon. Na, alles auf 100%. Abschließen. Boah, weh, das gefällt dir nicht. Dann lösche ich das Spiel. Okay. Okay. Komm, Gesamteindruck ist super. Jetzt bin ich gespannt. Ah, ja. Ich kann den scheiß Kredit abzahlen. Tschüss, Kredit. So, wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich wieder plus von 1700. Schön. Hier. Ich muss aber monatlich 12.000 einnehmen. Wow. Was macht denn die hier? Wir lassen sie mal kurz duschen.
Was haben wir denn noch an Jobs? Das ist Hygiene pur. Job hier? Nee. So, jetzt dann verhandle eine Vertragsverlängerung aus. 120 Tage. Ich mache hier nun einen Gewinn von 221? Nö. Nö. Willst du mich verarschen? Nö, nö. Nö. Abbrechen. Nö. Tschüss, du fliegst raus. Alter, ich habe Fixkosten von, was waren das, 900 und die will mir nur 400 Miete zahlen. Ich glaub mich, Hans. Die sitzt dort und das Ding geht an, das ist ein bisschen creepy. Was ich aber mal versuchen wollte. Mann, warum geht das nicht? Wie hieß denn die Troller? Ja, Sabotage. Trompetenspieler. Kann man nicht auch einfach in die Toilette Küche machen? Ja. Wenn man es so nimmt, diese Wohnung war der reinste Albtraum. Willst du mich verarschen? Die ist voll geil, du Blöde. Oh, Blues ab, ey. Deinen Namen merke ich mir. Komm auf die schwarze Liste. Tag der offenen Tür. Ganze Wohnung, Event starten. Yeah. 19 Jahre alt. Ist ein Gamer, Beruf, Bedienung. Ey, gut, okay. Mietverhältnisse prüfen. Hallo? Prüf mal. Der gefällt das auch. Keine Mietverhältnisse bisher. Hintergründe. Keine Vorstrafe. Der hat 85.000 monatlich. Was hat die? Okay, wo war der Gamer? Hier, verhandeln. 120 Tage, 2400. Alright. 800, da hätte ich einen minimalen Gewinn. Wir gehen mal auf 2,5 runter. So. 1004, da hätte ich schon mal das Doppelte an Gewinn. Wenn ich jetzt auf 2 runtergehe. Das ist ein Gewinn von 900, knapp 980, mach mal. Das machen wir natürlich. So, 1,8. Ich glaube, ich kann bloß dreimal ein Angebot machen und dann muss ich das nehmen, was er vorschlägt. Ich habe aber Einnahmen von 2152 mittlerweile. Dann lasse ich den jetzt mal seine Wohnung erkunden und alles und mach kurz meine 5 Minuten Raucherpause, damit ich auch kurz WhatsApp-Nachrichten beantworten kann. Wir hören uns gleich wieder. Wow. Dann, wenn ich in die Pause will, kommt das Erdbeben. Und das war mir arschklar. Ich schick meinen Onkel. Jetzt kommen noch die Nächsten. Och, ich bitte euch. Mmh.
Zum Glück muss ich nicht aufs Klo. Das wäre doch echt scheiße gewesen. Onkel, du kannst gehen. Bist du hier? Ja, ich schicke meinen Onkel vorbei. Hier ist natürlich auch einiges kaputt gegangen. Schön, Onkel, hau ab. So, jetzt mache ich aber meine 5 Minuten Pause und bin gleich wieder da.